Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, wo ich bin? Yeah. Im Bikepark Attendorn. Ich war das letzte Mal ja hier, das war ja ganz am Anfang. Irgendwie muss ungefähr jetzt knapp ein Jahr her sein. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das heute anfühlt. Wir fahren jetzt gleich erstmal hier ein bisschen am Pumptrack warm. Der Marc ist da, der Marv kommt gleich, der Steve kommt gleich, Thomas und die Jungs kommen gleich. Also es wird auf jeden Fall ein interessanter Tag. Ja, alles gut. Ich habe sogar noch die Gabel festgehalten. Richtig komisch. Ich gehe einfach auch aus Prinzip über den Lenker. Du musst auch an der Linie treu bleiben. Ja, ja, anders geht das gar nicht irgendwie. Jetzt hat er gepasst. Hallo Freunde. Magmar steigt jetzt mal aufs Fahrrad auf. Ich denke, der Magmar hat. Der Magmar hat übrigens einen neuen Helm, Leute. Ja, 20 Minuten gefahren, direkt Salto gemacht, aber vom Fahrrad runter. Nichts passiert, außer dass irgendwas mit meiner Schaltung nicht ganz so optimal jetzt ist. Aber egal, ihr habt gesehen, ich bin dann direkt wieder aufs Bike, weil nichts passiert ist. Toi, toi, toi. Und ist ein bisschen viel Dichtmilch hier an den Rand gekommen. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall hatte ich auch kaum mehr Druck auf dem Reifen. Haben wir aufgepumpt. Mal gucken, ob es jetzt drin bleibt. Fahren wir noch eine Runde. Der Bikepark Attendorn hat übrigens sozusagen 24/7 auf, also auch im Winter immer befahrbar und einer der ersten Spots, den man eigentlich immer im Frühjahr so besuchen kann, sobald die Strecke wieder frei ist. Für mich allerdings ein Spot, der auch nicht so ganz einfach ist, da die Sprünge sehr dirtlastig sind und mir das einfach noch relativ schwer fällt. We'll be right back.
cause you could lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we know that it's cap. Nachdem wir Pump Track und Jumpline hinter uns hatten, wollte ich unbedingt noch den Single Trail befahren. Der Single Trail ist eigentlich nicht so großartig besonders hier, allerdings ist es eine gelungene Abwechslung zu der Springerei und dem Pump Track. Also eigentlich für jeden hier wirklich was dabei und man kann relativ easy immer wieder hochschieben. Der Weg ist nie weit und die Abfahrten sind dazu auch nicht so lang, allerdings kommt hier, glaube ich, wirklich jeder irgendwie auf seine Kosten. Meint der Thomas nicht, ist freigeräumt? Ich bin nur die freie vorne. Ah, okay. Okay, doch nicht. Das darf frei? Alter, das wird übelst rutschig auf den Dingern hier. Ach Gott. Ach, voll am Weinen. Mit Brille fahren. Macht noch Spaß. So Leute, Tag geschafft. Bis auf einen kleinen Sturz war es ganz gut. Ich hatte zwischendurch so einen kleinen Durchhänger. Da dachte ich so, boah, eigentlich könnte ich auf hier nach Hause fahren. Aber dann haben wir ein paar Fotos geschossen, kleine Fotosession. Danach dann noch ein paar Runden gedreht und dann ging es eigentlich auch wieder. Aber ich war so wackelig auf den Beinen auch heute. Schon beim Knieschoner anziehen habe ich mich fast aufs Maul gelegt irgendwie. Aber egal. Es war trotzdem cool, die Jungs zu sehen, den Marc mal wieder zu sehen. So traurig einfach, dass du so weit weg wohnst, Digga. Richtig traurig. Ja, Bikepark Attendorn, schaut vorbei, der hat immer auf. Ist zwar nicht riesengroß, kein Lift, aber besser als gar nicht biken zu gehen. Und gerade die Jumpline ist auch schon für einige bestimmt schon anspruchsvoll. Für mich auch die große Line super anspruchsvoll. Auch heute bin ich nicht alle Sprünge da an die Landung gesprungen. Das sind einfach so Sprünge, die, ja, die, da tue ich mich einfach noch sehr schwer. Aber egal, es hat trotzdem Bock gemacht und eine Zeit auf dem Bike verbringen ist immer eine gute Idee, denke ich. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Glocke aktivieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, genießt jetzt die Woche schönes Wetter. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit zum Biken. Ciao, ciao.